Genau. Gut, dann ab ins nächste Duell. Noch was trinken vorher. So. Künstlerkumpel Gitarröte. Okay. Thea hieß sie, richtig. Was hat die für einen Karten? Ich glaube, mit der haben wir noch gar nicht gespielt. Ja, mal gucken, was die hat. An Karten. Glänzender Elf, okay. Gut. Oh, was ist das hier? Das Ausgrüßmal. Boah, das ist ja eine kranke Karte. Okay, also wir haben ziemlich starke Karten tatsächlich. So. Und dann rüsten wir den mal mit der Glückseisenangst aus. So, das heißt, der hat jetzt 1900. Und dann greifen wir direkt mal an. So. Guter Auftakt. Mal gucken, wie es weitergeht. Verdeckte Karten sind immer nicht so gut. Oh. Gut, dann spielen wir diesen Elfen nochmal. Und wir rüsten den jetzt hiermit aus. Und den auch nochmal. Selbst die beide übelst krass gepusht gerade. Also gemeinsam stark, ne? Das ausgerüstete Monster erhält 800 ATK und dafür jedes offene Monster, das du kontrollierst. Dementsprechend haben die jetzt so viel. Ob hier ein Tänzerin? Gut. Können wir immer direkt angreifen. Sehr gut. 3500 ist ein Schaden, der sich blicken lässt. Oh, Wiedergeburt, okay. Okay, er hat halt zwei Monster. Das ist nicht schlimm. Das ist tatsächlich nicht schlimm. So, wir können aber den hier beschwören. Das Geschenk der Fee, okay. So, das heißt, wir können mit dem hier den hier platt machen. Mit dem hier den. Und jetzt ist es nochmal stärker geworden, weil es natürlich mehr Monster offen liegen. Jetzt hat ihn nur noch 200 Punkte. Das ist doch gut. Die ist kein richtiger Gegner. So, machen wir direkt mal das erste, damit werden die hier noch mehr gepusht. 5000. Boah, crazy. So. Gewonnen. Ja. Das ist mir gerade nichts eingefallen. Gut. Ja, machen wir doch direkt mal weiter, ne? So, Champion versus Schöpfer. So, was wartet jetzt auf uns? Oh, wir spielen Maximilian Pegasus. Der hatte, glaube ich, die Thun-Karten, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mal gespannt, ob das. Gegen Seto Kaiba. Okay. Ich spiele Topf der Gier. Ich kann zwei Karten nachziehen. So. Thun, maskierter Hexenmeister. Ich brauche eine gute Verteidigung, aber 1500. Ja, ich muss da irgendwie eine Verteidigung aufbauen. Also setze ich erstmal die hier. Ich gucke erstmal nicht auf den Effekt. Ja, wir haben halt nicht so viel Verteidigung leider gerade. Leider, leider. 1900. Diese kann nicht im Spielzeug angreifen, in dem sie beschworen wurde. Okay, das ist nicht schlimm. Aber solange die stärker ist als der da,
Kriegen wir das hin? Schnappstall. Sparen wir uns. Stellt euch vor, er beschwört den blauäugigen ultimativen Drachen. Und mit Schnappstall ziehen wir ihn einfach auf unsere Seite. So, Thun-Inhaltsverzeichnis. Gut, wir können eine Thun-Karte von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Und das ist die Thun-Welt. Denn dadurch werden unsere Karten oder so unsere Monster stärker. So. Falls Thunwelt auf dem Spiel ist, verzögert diese Karte. Solange du Thunwelt kontrollierst und dein Gegner keine Thunmonster kontrolliert, kann diese Karte dein Gegner direkt angreifen. Oh mein Gott, das ist krass. Okay. Den können wir auch beschwören. Ah, ich weiß nicht. Wir können den jetzt, den ja direkt angreifen. Mist. Oh, was? Es verliert 700 Angriffspunkte. Das ist natürlich doof. Hm. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Okay, was ruft er jetzt? Er wird den wilden Kaiser. Okay. Das ist okay. Das ist fein. Fusion? Was habe ich denn für Fusionsmonster? Bikuri-Box. Können den anscheinend spezial beschwören, wieso auch immer. Dö. 2000, den können wir beschwören. Machen wir. So. Jetzt haben wir genug Angriffspunkte, um anzugreifen. Nein. Aber es ist nur Angriff annullieren, das ist nicht schlimm. Dadurch wird mein Monster ja nicht zerstört. Oh. Okay, jetzt hat er den blauäugigen Drachen. Ich überlege, ob ich Schnappstall gleich schon einsetze. Mal schauen. Okay, wir können wieder eine Thun-Karte unserer Hand hinzufügen. Mal gucken, was wir nehmen. Thun-Abwehr haben wir, Thun-Elfenzwillinge. Ach, das sind die wieder. Nehmen wir die wieder. Und dann aktivieren wir Schnappstahl. Um den blauigen weißen Drachen zu übernehmen. Und wir beschwören die wieder. Spezialbeschwörung? Muss erst das Spezialbeschwören? Nein, das haben wir uns als Tribut anbietest. Kann ich den Spieß angreifen? Du musst ja so diese. Okay, das lohnt sich nicht. Dann greifen wir ihn jetzt mal direkt an. Er hat schon wieder Angriff annullieren. Aber jetzt mal nur zum Verständnis: Die ganzen Karten, die er gerade spielt, die hatte ich gerade nicht. Obwohl ich Kaiber gespielt habe. Der hat viel stärkere Karten bekommen als ich. Das finde ich unfair. No. Schade. Die Frage ist, was ich jetzt mache. Puh. Tja, das wäre schön, aber ich kann ja das nicht ändern. Ja gut, ich brauche erstmal einen Schutz. Das ist natürlich schade jetzt. Oh. Ja, ich hätte... Ja, Harpune. Harpune. Na gut, das war in 6. Das war ein Satz mit X, das war aber nix. Probieren wir direkt nochmal. Sehr gut.
Also ich weiß, wo der Fehler war. Ich hab mich nicht getraut, aber. Oh. Zweimal tun. Okay. Gut, also einmal holen wir uns die Thunwelt. Die aktivieren wir auch direkt schon mal. So, den setzen wir als Verteidigung. Warte, das war ein Thunmonster, ne? Thunalligator, genau. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, ein offenes Thunmonster der Stufe 4 oder niedriger, das ist die Welt. Du kannst den Angriff stattdessen zu einem direkten Angriff machen. Ach so. Macht ja nicht so viel Sinn. Erstmal. Okay, hier passiert nichts. Traumklauen. Das bringt leider auch nichts. Gut, ich überspringe mal meinen Zug. Als ob. Als ob. Ah, schwierig. Schwierige Situation. So, wen können wir dann jetzt hier nehmen? Fährt tatsächlich nur die hier ein. Und dann nehmen wir Thunabwehr. Maybe. Und beschwören die hier. Mal gucken, ob das so Sinn macht, was ich mir gerade so in Kopf gesetzt habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Effekt einer Karte aktivieren? Was denn für ein Effekt? Hättest du? Nee. Ach, das ist eine permanente Karte. Okay, verstehe. So, macht er gleich die Fusion? Er hat die Fusionskarte gar nicht, sehe ich gerade. Er kann den Ultimativen gar nicht rufen. Okay. Ja, ich habe verloren, ne? Oder? Ich kann den einmal abfangen, den Dings. Ja. Ey. Hart. Sehr hart. Gut. Alle guten Dinge sind drei, sage ich da mal. Okay, also das Deck von Kaiba unterscheidet sich extrem von dem, was ich hatte. So, elegante Wohltäterin. Finsteres Kaninchen? Boah, die ist ganz schön stark. Gut, machen wir ein paar Fusion. Fusion weg? Die ist ganz schön krass hier. 2300. Falls diese Karte angreift, wird sie am Ende der Battle-Phase in Verteidigungsposition enden. Dann müsste ein Phase deines nächsten Zuges nicht werden. Okay. Aber mit 2300, die hat schon mal extrem gute Angriffspunkte. Wetten, der hat antike Regel jetzt auf der Hand? Okay, noch nicht. Gut. Noch nicht. So, da haben wir den Traumclown. Ich weiß nicht, ob er... Hat er zweiter... Ich muss probieren. Ich muss einfach mal ein bisschen Risiko eingehen. Dann greife ich ihn jetzt aber mit dem Monster hier an. Okay, Angriff annullieren. Schade. Ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es wert.
Wiedergeburt. Achso, jetzt kann er sein Dings holen, ne? Ja, ja. Was ist das denn jetzt wieder für eine Karte hier? Okay. Gut, dann aktiviere ich jetzt Schnappstahl. Übernehme die Kontrolle von dem hier. Und ich kann... Warte, das ist nicht ein Monster, ne? Das heißt, ich kann den hier nochmal mit der Karte ausrüsten. So. Und jetzt kann ich ihn volle Möhre angreifen. Zack. Und zack. Das war's. So, mal gucken, wie er reagiert. Topf der Gier. Oh, nee. Och, nö. Ich ahne Übles. Oh, okay. Okay, dass der den angreift, das war klar. Okay. Gut. Ist nicht so schlimm. Tunabwehr kann ich auch schon mal hinlegen. So. Das heißt, wir können seinen Drachen auf jeden Fall besiegen. So. Zack. Sehr gut. Es sieht sehr gut aus, meine Freunde. Es sieht sehr gut aus. Dann aktivieren wir noch die Fallenkarte hier. So. Ja, ja, er kriegt wieder 1000. Das ist okay. Ja, jetzt ist nämlich... Irgendwie wusste ich, dass das kommt. Shit. Ich krieg hier noch einen Nervenzusammenbruch. Ich sag's euch, Leute. Das tat weh. Ah, nee, bringt nichts. Wir könnten jetzt, der Megawandler, der halbiert die ATK vom ausgerüsteten Monster, wenn meine Lebenspunkte... Andersrum. Wenn ich weniger Lebenspunkte habe, dann werden die verdoppelt. Ne? Wir probieren das jetzt so lange, bis wir das schaffen. Huhu, Troll. Schönen guten Abend. Das ist ja schön, dass du mal vorbeischaust, während ich hier verzweifle. Alles gut bei euch. Was macht das Plan, das Organisieren? Wie war die Arbeit? Seit wann haben wir den Fusion? Ach ja, stimmt. Eieiei. Ja, der Kleine schläft jetzt. Ah ja, schön. Wie spät ist es eigentlich? Ah ja, schon so spät. Okay, 19:30. Okay. Ist natürlich schon Schlafenszeit. So, den können wir auf jeden Fall schon mal spielen. Wobei erstmal die mit 1600 Def ist das schon mal ganz gut. Wir brechen auf jeden Fall noch Thunwelt gleich. Was macht der jetzt? 1800. Okay, wäre bei dem tatsächlich nicht so schlimm. Schon wieder zwei Verdeckte. Na gut, dann muss ich die jetzt beschwören hier. Weil die hat natürlich ein bisschen mehr Angriff als die. Das heißt, ich bin ein bisschen geschützt. Aber nur ein bisschen. Gucken wir mal, was er macht. Ja, jetzt geht es langsam Richtung Abendplanung. Sehr schön.
Ja, macht ihr denn noch lange heute? Ich meine, morgen ist ja natürlich Silvester. Da muss man natürlich ein bisschen länger wach bleiben. Ist dann natürlich die Frage, ob ihr dann heute dementsprechend auch länger wach sein werdet oder nicht. So, wir haben so lange die Tunwelt hier mal rausgeholt. Die aktivieren wir auch direkt mal. So, damit können wir mit der hier direkt angreifen. Aber ich werde die als Spezialbeschwörung erstmal beschwören, damit wir einen gewissen Schutz haben. Und die Tunabwehr machen wir auch schon mal verdeckt. Damit wir, wie gesagt, einen gewissen Spezialbeschwörung. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gut, okay, alles klar. So, der blauäugige Tundrache. Er möge erscheinen. Und das Coole ist, da wir jetzt die Tunwelt auf dem Spielfeld haben, können wir den jetzt direkt angreifen. Können wir nicht, können wir es im nächsten Zug. Habe ich vergessen. So, jetzt können wir aber hier die Falle aktivieren. Das heißt, sollte er angreifen... Dieser Arsch. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll man den besiegen? Okay. Wir haben Schnappstahl. Wir müssen das tatsächlich jetzt aktivieren, weil sonst sind wir tot. Bringt ja nichts. Angriff annullieren, ne? Ey, was soll das denn? Ey, Mann, Mann, Mann. Okay. So, der wird jetzt gleich seinen Drachen rufen. Dagegen kann ich leider nichts machen. Ich kann die hier nicht spielen. Ich kann den nochmal angreifen. Versuchen jedenfalls. Geht natürlich nicht. Du musst an das Herz der Karten glauben. Genau, ich muss ans Herz der Karten glauben. Sonst klappt das hier nicht mit dem Siegen. Hm. Oh, was holt er jetzt? Ah. Okay, ich glaube ans Herz der Karten. Und das Herz der Karten hat mich verraten. Naja. Wir sind doch safe mit dieser Runde. Er hat keine Karten mehr auf der Hand, sehe ich gerade. Oh, das ist natürlich gut. Okay, vielleicht. Ganz vielleicht haben wir eine Chance. Was ist das jetzt hier? Thun-Kanonensoldat. Okay. Ist jetzt nicht so schlecht. Den können wir erstmal beschwören. Noch habe ich genügend Lebenspunkte. Das heißt, einen Angriff würden wir überleben. So. Och, nicht schon wieder die Karte, ey. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt wird er die Leiter aktivieren. Ich könnte... Gut, das mache ich mal. Ich nehme den Angriff auf mich. Jetzt habe ich nur 400 Punkte. Oh Gott, oh Gott. Elegante Wohltäterin, sehr gut. Ich kann Tunwelt gar nicht mehr spielen, weil ich nicht mehr genug Lebenspunkte habe. Shit. Mist. Mist, Mist, Mist. Das heißt, den kann ich nicht spielen. Ärgerlich. Ich kann den beschwören als 2000er Monster. Angriff annullieren, Mist. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel den hier in Verteidigungspositionen. Kann ich gar nicht. Mist. Oh je, Leute. Das war's. Gut. Auf in den nächsten Versuch. Das ist echt hart, das Duell. Das Duell ist echt hart. Gut. Probieren wir es nochmal. Ein Glück bekommen wir da nicht 1000 Fusionskarten auf die Hand.
zweimal den Clown. Oh, was ist Drachengefäß? Okay, die ist gut tatsächlich, wenn er seine Drachen ruft. Aber auch nur dann. Grober Clown. Wenn diese Karte von der Verteidigungsposition die Angstposition gebracht wird, ist das gleiche wie der Traumclown, nur andersrum. Okay. Angreifen lohnt sich. Ich probiere es. Ja, schade. Okay. Och nö. Okay. Das fängt schon mal wieder sehr gut an. Eieiei. Dieser finstere. Der Wand der. Finster vor. Wand der Illusion, der ist echt blöd. Okay, wir können eine Toon-Karte holen. Ich könnte mir die holen, damit ich zumindest ein bisschen Verteidigung habe von der Angriffsstärke her. Gut, ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Okay. Sieht nicht gut aus für uns. Okay. Das heißt, können wir die Fallenkarte nehmen. Wir können... 2000... bringt nichts. Wir brauchen wieder ein bisschen Schutz von der Angriffsstärke. Das heißt, nehmen wir wieder hier den Angriffstrupp. Goblin-Angriffstrupp. Und mit der Fallenkarte können wir gleich sein Monster in die Verteidigungsposition zwingen. Und von dort kommt er auch nicht mehr raus. So. Gut, das heißt, er kann gerade nicht angreifen. Oh, jetzt haben wir Fusion. Sehr gut. Jetzt können wir tatsächlich mal die Fusion aktivieren. Mit den beiden Clowns und die Bikuri-Box beschwören. Das Traurige ist, dass die nicht stark genug ist, um die Verteidigung von dem blauäugigen weißen Drachen zu durchdringen. Doch ist sie. Jetzt aktiviere ich Megawandler. So, jetzt kann ich sie richtig aktivieren. Jetzt hat die 4600. Jetzt kann ich ihn besiegen. Oder auch nicht. Es kann nicht angreifen. Das ist doch jetzt wieder ein Witz. Jetzt habe ich schon ein starkes Monster. Und jetzt kann es nicht mal angreifen. No. Schade. Das gilt sogar, wenn... Achso, das ist natürlich sehr gut. Dann kann ich ja diesen Clown beschwören. Weil wenn ich den im nächsten Zug in die Verteidigungsposition wechsle, kann ich ein Monster vom Gegner zerstören. Und das heißt, ein weißer Drache sagt Tschüss. Beschwöre ich hier direkt mal den nächsten Clown, damit ich es im nächsten Zug nochmal machen kann. So, zack. Und jetzt ist ein Drache weg von ihm. Endphase. So, was macht er jetzt? Ist der dumm? Ich meine, der muss aber jetzt auch wieder in die Verteidigungsposition gewechselt werden. Wieso macht er das? Okay, keine Ahnung. So, jetzt ist die Toon-Welt da. Machen wir mal. So, jetzt rufen wir ihn.
bieten ihn ihnen, weil ich kann mit dem nichts machen. So. Dann aktiviere ich die Fähigkeit von dem Traumclown. Ändere ihn. Ach ja, er ist ja auch ein Drache. Oh Gott. Naja, kann ich zumindest seinen Drachen zerstören. Und ich kann ihn jetzt einmal direkt angreifen. Oder auch nicht. Okay, auch gut. Gut. Endphase. Er hat nur eine Karte auf der Hand. Ist ja jetzt zwei. Ach nö. Aber gut, den kann ich schlagen. Den kann ich tatsächlich schlagen. Oh, ich habe sogar noch elegante Voltäter drin. Sehr gut. Und ich ziehe Topf der Gier. Nice. Und ich aktiviere Topf der Gier. Ich kann also zwei Karten nachziehen. Nochmal Thunwelt, okay. So, was kann der hier? Wenn die wieder... Okay. So, und jetzt greife ich mit dem... den an. Ah, ich kann direkt angreifen sogar. Auch gut. Stimmt. Habe ich vergessen. Wollte ich zwar nicht, aber... Weil jetzt kann er den zerstören. Oh nein. Wieso mache ich solche dummen Fehler? Oh, sehr gut. Jetzt habe ich... Ich habe sogar Schnappstall gezogen. Das heißt, ich kann jetzt sein Monster übernehmen. Und kann mit dem angreifen. Uff. Okay. Es ist noch nichts verloren. Auch wenn es so dann aussieht, aber... Was hat er denn noch für eine Falle? Okay. Ja gut, die als Spezialbeschwörung zu Dingsen macht keinen Sinn. Ja, ich kann nichts machen. Er kann zum Glück auch nichts machen. Außer halt das Monster zu legen. Aber ich glaube, das wird nicht so stark sein in der Verteidigung. Gut, machen wir das mal. Dadurch muss er sein Monster wieder auf die Hand nehmen und ich kann ihn direkt angreifen. Dieser Schattenzauber, der ist so lästig. Er braucht nur ein Monster mit 1900 Angriffspunkten und... Okay. Oh Mann, das lief so gut. Es lief so gut. Gut, einen Versuch mache ich noch. Einen Versuch mache ich noch. Mann, ey. Das kann nicht sein. Gut, beruhigen wir uns und konzentrieren uns. So, wir haben Schnappstall. Das... okay. Megawandel. Gut. Wir können den erstmal beschwören, damit wir so eine gewisse Grundverteidigung haben. Das ist mal ganz gut. Ich glaube, jetzt hören wir auch schon auf. Wir machen lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Er kann nämlich gleich seinen Drachen rufen. Dann setze ich einmal hier was zur Verteidigung. Der wird jetzt seinen Drachen rufen. Und dann kann ich mit Schnappstall in den weglauen. Vorausgesetzt, er setzt keine Fallen und Zauber. Genau, er ruft seinen Drachen. Genau. Würde erstmal Angriffstrupp angreifen. Genau. Okay, er setzt keine Karte verdeckt. Gut. Das heißt, ich kann Schnappstall aktivieren. Und somit sein Monster übernehmen. So, jetzt aktiviere ich Megawandler. Damit hat er jetzt 6000 Angriffspunkte. Er kann keine Karte aktivieren. Und zusätzlich lege ich noch eine Karte zur Verteidigung
Oder? Mist, kann ich nicht mehr ändern. Shit. Ich hätte ihn besiegen können, glaube ich, gerade. Gut, müssen wir das jetzt so machen. Okay, hätte ich jetzt nicht aufgepasst. Hätte ich jetzt aufgepasst, hätte ich ihn besiegen können. Oh nein, hoffentlich verliere ich das jetzt nicht. Ach, shit. Shit, shit, shit. Mist, Mist, Mist. Mist, 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 Mist. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, die Fall aktiviere ich. Shit. Shit, shit, shit. Ja, das... Ich muss den Angriff abfangen. Hilft nichts. Oh Mann, wegen diesen... Ich sollte nicht so hektisch sein, das... Ja, das ist halt... Ich kann nichts machen. Ja. Oh, das ärgert mich. Das, ja, ich hätte ihn im ersten Zug besiegen können. Ich hätte ihn im ersten Zug besiegen können. Das ist doof. Habe ich einen zweiten Schnappstein in der Hand? Im Deck? Gut, jetzt, ich muss mich jetzt verteidigen. Kann ich nicht. Schade. Wieso mache ich so einen dummen Fehler einfach nur? Wieso? Wie spät ist denn? Okay. So, ich probiere es jetzt hier noch einmal. Maximal zweimal. Dann muss ich leider aufhören für heute. Das wäre so schön gewesen. Ist jetzt auch doof hier. Gut. Ja, kann ich nicht machen. Ja, er beschwört jetzt ein super krasses Monster, was ich nicht zerstören kann. Also kann ich schon, aber... Oh Gott. Ich ärgere mich so extrem über mich gerade. Na, ich kann nichts machen. Ich kann leider nichts machen jetzt gerade. Och nö, da tut doch nicht Not. Achso, ja, ich habe verloren. Sehe ich gerade, weil ich kann nichts machen. Das ist, ich hab... Gut. Probieren wir es gleich nochmal.
Gut. So, die erste Verteidigung steht. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Ja, genau, als ob. Als ob er den direkt zieht. Also, ne? Help me. Der hat mich im fünften Spielzug schon K.O. gehauen. Was ist denn jetzt los? Hä? Hä? Bitte was? Ich bin tatsächlich so ein bisschen fassungslos. Was da gerade so abgeht. Bin tatsächlich ein bisschen fassungslos. Es kann doch nicht so schwer sein, den zu besiegen. Kann es nicht. Naja, ich beschwöre jetzt hier den 2000, damit ich vielleicht ein bisschen eine Chance habe. Vielleicht. Ich versuche, glaube ich, schon seit knapp einer Dreiviertelstunde Seto Kaiba zu besiegen. Das ist, glaube ich, jetzt schon mein 10. Rematch. Ich krieg's einfach nicht gebacken, den zu besiegen. Hi, wie geht's? Hallo Niklas, schönen guten Tag. Ja, mir geht's soweit ganz gut, bis auf das, dass ich ein bisschen verzweifelt bin hier. Ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut. Ey, der hat mich gleich schon wieder in dem dritten Spielzug kaputt gemacht, ey. So haben wir irgendjemanden, den wir, der hier was ausrichten kann. Die ganzen Thunmonster können leider nicht im ersten Zug angreifen. Doch der. Aber der hat nicht genug Angriffskraft, leider. Mist. Mist. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach... Du brauchst ein Samurai-Deck, das hilft immer. Ja, schön wär's. Tatsächlich ist es ja so, hier gibt es eine Art Kampagne. Und also man spielt quasi die Duelle der Serie nach. Und man kann sich auswählen, man kann auswählen, ob man mit dem Geschichtendeck spielt oder sein eigenes Deck. Und ich habe mir fest vorgenommen, die Geschichtsdecks zu nehmen, statt ein eigenes. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das nicht hilft. Achso, Moment. Okay, ein bisschen Verteilung kann ich aufsetzen. Mal darüber nachgedacht, dass ich das Spiel einfach nicht mag. Tatsächlich noch nicht, aber ich befürchte es. Ich befürchte es, dass das Spiel nicht... Hast du das Spiel schon durch, Niklas? Ah, okay. Ja, ja, sobald ich die Story durch habe, werde ich auch hoffentlich dann auch mal Dexter, was mit Story-Deck ich kann, lieber. Okay, das ist schon mal sehr gut. Weil tatsächlich, Anmerkung dazu, ich bin tatsächlich eher so ein Yu-Gi-Oh! Fan der alten Stunde.
Also sowas, Yu-Gi-Oh! GX und 5Ds habe ich immer geschaut, sehr gerne. Mit den neuen Serien habe ich mich nie angefreundet und ich kenne tatsächlich die neuen Karten noch gar nicht. Also alles, was mit Link zu tun hat oder mit Pendelmonstern, bin ich tatsächlich raus. Wahrscheinlich muss ich dann, bevor ich die Kampagne beginne, auch ein Tutorial machen, damit ich das überhaupt verstehe. Aber gut, dass du dich auskennst, dann kannst du dann, sobald ich da angekommen bin, mir dann auf jeden Fall mal helfen oder unter die Arme greifen. Aber das kann dauern, wenn es so weitergeht. Wenn ich es einfach nicht schaffe, den hier zu besiegen. Weil ich bin ja gerade noch bei der ersten Serie. Da, genau, Pendelmonster. Ja? Also tatsächlich kenne ich Pendelmonster gar nicht. Genau, also wie gesagt, die ersten zwei, drei Serien, also mit Fusion, Synchron und so weiter, kenne ich soweit alles. Aber wie gesagt, alles, was mit Pendel irgendwann später zu tun hat, mit Link-Monstern, XYZ und so weiter, da muss ich passen. Aber deswegen auch schön, dass dieses Spiel alles mit sich in sich vereint hat, weil so lerne ich auch neue Sachen kennen. Der seit 5 Runden oder so spielt er immer die gleiche Karte am Anfang. Das kann doch nicht sein. Kann sein, hast du das auch hinter dir. Die umgekehrten Kämpfe. Ah, stimmt, ja, okay. Ja, stimmt, das kann man auch machen. Soll ich dann vielleicht auch mal machen. Ich habe das Gefühl, dass es so rum viel, viel schwieriger ist. So, wen brauchen wir nicht? Oh, das sind so blöde Karten, ey. Gut, okay, eine Tunnel können wir ablegen. Was hat der da? 1600. Da kommt keiner ran, ne? Schade. Schade, schade. 1500, die können wir Spezialbeschwörung zum Glück beschwören. Oh, Spezialbeschwörung, dann können wir direkt hier den Dingsdrachen beschwören. So. Damit hätten wir genug Angriffskraft für den, falls der nicht angefangen hat. Gut, sehr gut. Aber ist auch gut, wenn jeder sich... Das stimmt, das ist richtig, ja. Ja, gerade ne, diese quasi Generation, ne? Leute, die dann nur mit den alten gespielt haben, dann Leute, die mit den neuen Karten gespielt haben, so können sie sich dann gegen sich austauschen. Das finde ich auch sehr gut. Und er hat schon wieder den blauäugigen weißen Drachen draußen. Wie uncool. Komm, Schnappstahl, bitte. Ich brauche Schnappstahl. Es ist zu Mäusemelken. 5 Minuten habe ich noch, weil dann muss ich leider gehen. Das wäre schön gewesen, wenn wir wenigstens noch ein Happy End hätten. So. In diesem Jahr. Jo, ich habe noch 200 Life Points. Schön. Gut, und die Karten, gut. Machen wir direkt mal einfach das nächste Match. So. Last Chance, aber jetzt auch wirklich die letzte Chance. Ans Herz der Karten glauben. Ans Herz der Karten glauben. Ja, ich habe noch eine Verabredung heute. Und da muss ich mich in 5 Minuten fertig machen. So, Pi mal Daumen, also vielleicht auch 10 Minuten. Mal schauen, ja, Themen. Nee, heute wahrscheinlich nicht mehr. Heute ist das letzte Mal für dieses Jahr. 3., 4. Januar wahrscheinlich wieder, wenn sich alles ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. So, jetzt haben wir Schnappstahl auf der Hand. Das behalten wir. Toonmeld aktivieren wir. So, den setzen wir in die Verteidigungsposition. So, das war's. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Ob er seinen blauäugigen weißen Drachen wieder zieht. Okay, ne. Wanderillusion, ey. Ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte. Das stimmt. Ich kann am 1. Januar sagen, ja, ich war schon seit letztem Jahr war ich nicht mehr erwischt. Das ist richtig. So, jetzt hole ich mir den Angriffstrupp wieder. Und die Tunabwehr nutze ich dann gleich. Sollte er tatsächlich seinen Drachen schon spielen. So. Mal gucken, was er macht.
Mal gucken, was er macht. So, die können wir schon aktivieren. Wiedergeburt? Ach so. Okay. Er opfert keinen von denen, okay. Eine zweite Fusionskarte. Was wird denn mit der zweiten Fusionskarte? Okay, ich könnte mit ihm angreifen. Mache ich. Nein, ich möchte ihn nicht direkt, ich möchte diese Karte weghaben. So. Und jetzt in meiner Main Phase 2 kann ich den direkt wieder spielen. Das war doch mal ein kluger Schachzug, oder? So. Okay, nächstes Monster verdeckt. Schon wieder Thunwild. Brauchen wir nicht. Ich muss tatsächlich abwarten. Wenn ich jetzt mit dem angreife, dann muss er in die Verteidigungsposition wechseln, und, aber er hat 0 Verteidigungspunkte. Das bringt nichts. Jetzt hat er da 5 Monster, ey. Ich glaub's. So, mit dem können wir, wenigstens ein Monster zerstören. Ah, es kann ja nicht angreifen. Oh, ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse es immer wieder. Na, ja, der wird jetzt die angreifen. Aber ich glaube, ich ziehe den Angriff noch auf mich. Oder? War das klug? Ja, ne? Gut. Jetzt kann er den Drachen holen. Wieso will er seinen Drachen nicht? Jetzt holt er ihn. Wieso holt er ihn jetzt? Jetzt? Okay. Aber gut. So können wir ihn dann gleich nehmen. Ich bin verwirrt, dass er den Topf der Gier. Okay, dann spiele ich erstmal Topf der Gier, wodurch ich 2 Karten ziehen kann. Man kennt's. Ja gut, dann mache ich das jetzt. Hole ich sein. Rüber. So, macht's Sinn, den Megawandler zu nehmen. Der hat 6000 dann, wenn ich angreife, kriegt er 4200 Schaden. Da hat er noch 3800, das macht keinen Sinn. Also hebe ich Megawandler noch auf. Dann greife erstmal ihn so an. So, den lege ich als Verteidigung hin. Okay. Okay. Solange er keine Zauber- oder Feinkarten spielt, ist alles gut. So, ich kann ihn als Flippbeschwörung beschwören, damit ich ein Monster von ihm zurück auf die Hand nehmen kann. So, jetzt beschwöre ich ihn. So. So, jetzt nachdenken. Ich kann mit dem den zerstören. Wenn ich jetzt Megawandler nutze, hat er 6000, 7200. Okay, es reicht nicht. Okay, schade. So, 3600. Gut. Okay. Mal gucken, was er macht. Oh, aufgeregt. So, jetzt hat er immer noch mehr. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Wie aufregend. Weil jetzt kann ich ihn in die Verteidigungsposition ändern. Dadurch kann ich sein Monster zurück auf die Hand befördern. Ich aktiviere Megawandler. Dadurch bekommt der Drache doppelt so viele Angriffspunkte. 6000. So wird gespielt. Yes! Boah, da freue ich mich jetzt aber. Das ist doch, dass es trotzdem geklappt hat zum Ende. Eieiei.
Boah. Haben wir wieder viel geschafft heute, Mensch. Puh. Auch ein blühendes Huhn findet mein Korn, das ist richtig. Eieiei. Und dann auch pünktlich fertig geworden. Mensch, ja, habe ich eigentlich viel geschafft heute. Das ist doch sehr schön. Wunderbar. sehr gut. Puh, jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterkommen. Ey. Das war jetzt sehr viel Aufregung für einen ganz normalen Abend. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den noch irgendwie, dass ich den noch kriege. Ja, dann mach's gut, Troll. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Freut mich sehr. Dann dir noch viel Spaß heute Abend. Und dir auch schon mal einen guten Rutsch, ne? Grüß die Familie schön. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Und so, dann schmeißen wir auch gleich mal einen Raid an.